Diese wunderschöne Kirche befindet sich in Bettwil im Kanton Aargau. Sie wurde geweiht vom heiligen Josef von Nazareth. Wie ihr ja wisst, der heilige Josef von Nazareth ist der Mann von unserer geliebten Mutter Gottes. Und diese Kirche hat diese wundervolle Energie von diesem Heiligen, der heilige Josef der Gerechte, sagt man auch. Und ich möchte euch hier ein Gebet vortragen vom heiligen Josef. In der Obhut des heiligen Josef, ob seine Treue und Ergebenheit hat Gott ihn geheiligt und auserkoren aus allen Menschen. Zu dir, heiliger Josef, nehmen wir in der Trübsal unsere Zuflucht. Wir haben deine heilige Braut um ihre Hilfe angerufen. Nun bitten wir auch dich, vertrauensvoll um deinen väterlichen Schutz. Um der Liebe willen, die dich mit der unbefleckten Jungfrau und Gottesmutter verbunden hat. Um der väterlichen Liebe willen, mit der du das Jesuskind umfangen hast, bitten wir dich, flehentlich, schau gütig herab auf die Kirche, die Jesu Christus durch sein Blut sich erworben hat. Und komm unseren Nöten durch deine Macht zu Hilfe. Nimm, o fürsorglicher Beschützer der heiligen Familie, die auserwählten Kinder Jesu Christi unter deine Obhut. Liebreicher Vater, halte fern von uns jede Ansteckung durch Irrtum und Verderbnis. Du starker Beschützer, steh uns vom Himmel aus gnädig bei in unserem Kampf mit der Macht der Finsternis. Wie du einst den Knaben Jesu aus der höchsten Lebensgefahr gerettet hast, so verteidige jetzt die heilige Kirche Gottes wider alle Nachstellungen ihrer Feinde und gegen jede Widerwärtigkeit. Jeden aus uns nimm unter deinen ständigen Schutz, dass wir nach deinem Beispiel und mit deiner Hilfe heilig leben, fromm sterben und die ewige Seligkeit im Himmel erlangen. Amen. Ja, dieser wundervolle heilige Josef von Nazareth kann uns in vielen Situationen helfen. Vor allem ist er der Beschützer der Ehepaare, der Familien, der Kinder. Aber er hilft natürlich auch, wenn wir in Not sind, sei es an der Arbeit, bei schwierigen Tätigkeiten. Er hilft aber auch speziell Zimmerleute, Holzhauer, Schreiner. Er hilft auch Reisenden. Er hilft natürlich auch bei Verzweiflung, bei Wohnungsnot. Und seine Attribute sind das Jesuskind auf dem Arm, blühender Stab, Lilie, Taube und Winkelmaß. Und das ist aus dieser wunderschönen Kirche von Bettwil.
Dieser Beschützer ist jetzt natürlich besonders auch in der Adventszeit, in der heiligen Zeit, in der Zeit der Liebe. Ja, ich möchte euch auf diesem Weg ein besinnliches Adventszeit wünschen, von Herzen. Alles Liebe, sagt eure Astaria Heliane, eure Lichtbringerin. Hallo ihr Lieben, hier spricht Astaria Heliane von Licht in dir, eure Lichtbringerin. Und ich befinde mich heute an einer wunderschönen Kirche, in Kirche Bettwil, nicht so ein großer Ort, aber es ist zu dem heiligen Josef geweiht, der Schutzpatron vom heiligen Josef. Und da könnt ihr schauen, da ist die Figur vom heiligen Josef, eine sehr schöne, große, heilige Figur, heiligen Josef. Geschichte, die Geburt von Jesu Christi, und heute ist es das erste Advent, und da brennen schon ganz viele Kerzen, die ich angezündet habe für liebe Menschen, wo es nicht so gut geht und auch so ein Kerzenlicht brauchen können, und natürlich auch Friedenskerzen, wo für die ganze Welt eine Kerze rundherum für die ganze Welt, für unsere wunderschönen Planet Erde. Genießt diese kraftvolle, diese lichtvolle Energie von dieser schönen Kirche aus Bettwil, von dem heiligen Josef. Ich habe da ein Gebetsbuch gefunden, da in dieser besonderen Kirche. Und da möchte ich euch jetzt ein Gebet draus vorlesen. Ich benutze jetzt einfach die Zeit, weil wir jetzt alleine sind. Und das geht jetzt so. Zum heiligsten Herzen Jesu. Lass mich, Gottes Herz, dir singen. Frohen Herzensgruß dir bringen. Dich voll Jubel zu empfangen, sehnt mein Herz sich voll Verlangen. Lass Zwiesprach halten mich mit dir, wache, heile und erhelle und befrucht mich mit der Quelle, die der Seite einst entquollen, ward zum Strom, zum gnadenvollen, als dich die Lanze hart bedrängt. Zieh mein Herz zu deinem Herzen, das geheilt in Reuschmerzen, es nicht bleibt in ferner Weite. Schließe es ein in deine Seite, dass es in dir sich findet neu. Lass es ruhen da und weilen, sieh, es möchte dein Leben teilen, glühend will es dich empfinden, weil du dir den Eingang finden. Das liebevoll Geschenke dein, du die Seligkeit der Deinen, lass auch mich dir ganz vereinen, lass mich eingehen in dein Leben. Wolle nicht mir widerstreben, o schließe in dein Herz mich ein. Amen. Ist
dieses Gebet habe ich da gefunden, in dem heiligsten Herzen Jesu, in dieser besonderen Kirche in Bettwil. Und ich lese noch etwas weiter vor, noch eine weitere, ja, zweite Strophe, und das geht so: Heiligstes Herz Jesu Quelle, alles Guten, ich bete dich an. Ich glaube an dich, ich hoffe auf dich, ich liebe dich und bereue alle meine Sünden. Dir schenke ich dieses mein armes Herz, mache es demütig, geduldig, rein und allen deinen Wünschen entsprechend. Gib, o guter Jesus, dass ich in dir und du in mir lebst. Beschütze mich in Gefahren, tröste mich in Trübsal und Betrübnissen. Gewähre mir die Gesundheit meines Leibes, deinen Segen für all meine Werke und die Gnade eines heiligen Todes. Amen. Das ist ja dieses Gebet, wo ich euch jetzt da vorgelesen habe, aus diesem Gebetsbuch, wo heißt Priesterbruderschaft St. Petrus. Das habe ich jetzt schnell hervor, diese Seite aufgeschlagen, und da kam eben das heiligste Herz Jesu Christi. So, ihr Lieben, genießt noch ein wenig diese wunderschöne, kraftvolle, lichtvolle, segenswunderschöne Kirche, Energie aus der Kirche von Bettwil, und das ist jetzt für euch. Genießt es. Wünsche euch ein wunderschönes 1. Advent, ihr Lieben, und wünsche euch eine gesegnete, entspannte, friedvolle Adventszeit. Eure Astaria Eliane, eure Kirche. Gott beschütze und segne euch.